Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich möchte euch heute einen Thriller vorstellen, den ich gelesen habe. Und zwar geht es um Verkommen von Brian Smith. Das Buch hat 377 Seiten, ist im Vesta Verlag erschienen und kostet 13,95 €. Schon mal für diejenigen, die sich dafür grundsätzlich interessieren. Und es ist als Thriller deklariert. Ich würde eher sagen, es ist eine Art perverses Horror Mutantenbuch. Ich lese euch ganz kurz den Klappentext vor, damit ihr wisst, worum es geht. Jessica möchte einen günstigen Gebrauchtwagen kaufen. Als sie mit dem Besitzer alleine in dessen Wohnung ist, fällt er über sie her und vergewaltigt sie. Jessica will nur noch eines: Rache. Deshalb entführt sie den Mistkerl in die einsame Wildnis. Sie will ihn erschießen, er soll sterben. Aber die beiden befinden sich an einem bösen Ort. Die inzüchtigen Bewohner des Städtchens Hopkins Bend hüten seit Generationen ein grauenvolles Geheimnis und Jessica kommt ihnen für ihre perversen Spiele gerade recht. Nun geht man nach dem Klappentext davon aus, dass es sich in diesem Buch, wie auch in den meisten anderen Büchern, um eine geradlinige Handlung handelt, dass Jessica die Hauptprotagonistin ist, die also im Laufe der Geschichte hier einiges schlimme Sachen erlebt und dass diese junge Frau auf dem wirklich eindrucksvollen Cover hier vorne Jessica sein soll. Damit liegt es schon mal komplett falsch. Ich stelle das Buch mal hier hin. Ich hoffe, kann man noch sehen. In diesem Buch gibt es keine wirklichen Hauptprotagonisten in dem Sinne. Die Kapitel sind immer jeweils unterteilt auf verschiedene Protagonisten, die in der Geschichte eine Rolle spielen. Es gibt ein Pärchen, Megan und Pete, glaube ich, heißt er. Dann diese Jessica und auch noch einige andere, zum Beispiel Abby. Abby ist eine Einwohnerin des Städtchens Hopkins Bend und gehört eigentlich zu der bösen Seite. Ja, ich habe dieses Buch begonnen zu lesen und wurde relativ schnell überrascht, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Anfangs ist es so, dass man sich denkt, okay, es geht um diese Jessica, die fährt halt zu dem Menschen dahin, der dieses Auto hat, was sie unbedingt haben möchte, und als der sie ins Haus bittet, ist auch noch alles ganz normal. Dann fällt er über sie her und vergewaltigt sie. Und schon alleine die Art und Weise, wie das beschrieben ist, zeigt einem, dass man mal wieder beim Fester Verlag gelandet ist. Einige Bücher sind ja da doch etwas heftiger sozusagen. Also ich habe noch nicht viele von denen gelesen, so, was hier so um mich rumsteht, beziehungsweise zwei davon habe ich auch noch nicht gelesen, aber ich bin ja eigentlich harte Sachen auch gewöhnt. Es war auch in Ordnung für mich und ich habe mich dann dran gemacht, weiterzulesen, bis mich dann die nächsten Kapitel überrascht haben, in dem andere Personen auf einmal die Hauptrolle spielten und ich mich gewundert habe, hä, was ist das denn jetzt? Wieso, wer ist denn jetzt das? Und hä? Naja, jedenfalls landen irgendwie diese Megan und ihr Freund und sie hier, die Jessica, landen halt beide in Hopkins, also beide Parteien landen in Hopkins Bend und machen dort ihre eigenen unterschiedlichen, voneinander völlig unabhängigen Erfahrungen mit den Einwohnern dort. Das ja, wird halt sehr, sehr eindringlich geschildert, das kann man auf jeden Fall sagen. Und schon relativ zu Beginn der Geschichte wird einem klar, dass es sich dort um eine, ja, so eine, ja, Einwohnergruppe handelt, die halt inzestuös lebt und dementsprechend mutiert ist. Wer von euch den Film Wrong Turn oder auch die nachfolgenden Teile kennt, der weiß so in etwa, in welche Richtung das geht. Und ich sage nur, dass zum Beispiel die Menschen dort sehr missgebildet sind, nicht besonders intelligent sind, dort auch, ja, Kannibalismus eine Rolle spielt und alles wird halt wirklich sehr detailgenau beschrieben. Spätestens an dem Punkt, wo ein Mann anstatt einer Nase einen Rüssel hatte, war für mich jegliche Glaubwürdigkeit dieses Buches irgendwie verloren, muss man einfach so sagen. Da ich aber auch Fantasy und so gerne lese, ist es für mich auch kein Problem. Die Geschichte ist ein einziges Wirrwarr aus Grausamkeit, Ekel, Blut und hauptsächlich wirklich perverser Erotik, muss man einfach so sagen. Ich habe ein Horrorbuch erwartet, ich habe einen Thriller erwartet und bekommen habe ich ein perverses, ja, erotisch kann man es ja eigentlich nicht nennen. Also ich finde es eigentlich sehr abstoßend, was in diesem Buch geschildert wurde. Und deshalb ist es für mich auch unheimlich schwierig, diesem Buch eine Empfehlung zu geben, denn das tue ich hiermit nicht. Ich
rede über das Buch mit euch und ich möchte es euch vorstellen. Und ich möchte damit auch gleichzeitig eine Warnung aussprechen, dass dieses Buch ganz sicher nichts für jedermann ist. Und auch die Leute davor warnen, die sowas in der Richtung überhaupt nicht lesen, sich dieses Buch zu kaufen. Der Schreibstil des Autors hat mich am Anfang ziemlich aufgeregt. Er schreibt sehr, sehr kurze Sätze, sehr abgehackte Sätze. Das gefällt mir nicht, das hat meinen Lesefluss gestört. Das ist aber mit der Zeit besser geworden, das muss ich zugeben. Und irgendwann habe ich mir auch nur noch gesagt, ich möchte einfach wissen, wie das Buch zu Ende geht. Ich will es auf jeden Fall durchlesen. Und ja, ich möchte einfach, wenn ich es vorstelle, eine Meinung abgeben können und das Buch wirklich zu Ende gelesen haben. Denn ehrlich gesagt hatte ich mehrere Male überlegt, das Buch abzubrechen und ja, nicht zu Ende zu lesen sozusagen, weil selbst meine Schmerzgrenze da schon überschritten war und die Brutalität ist eine Sache. Es gibt zum Beispiel eine Szene in so einer Scheune, weil ja vorne drauf steht, Amerikas Slasher-König, habe ich mehr Gemetzel erwartet und wurde halt, ja, Gemetzel. Ich glaube, es gab eine einzige Szene, wo halt so ein bisschen, ist gut, wo halt wirklich alles durch die Gegend flog an Gedärmen und Eingeweiden. Aber das kann mich ja nicht schocken. Das ist halt, das habe ich erwartet. Aber was mich wirklich schockiert hat, war diese Perversität, diese Verkommenheit von wirklich jeder Person in diesem Buch. Selbst jede noch so unschuldige Person in diesem Buch, die anfangs ein ganz normaler Mensch war, wird innerhalb dieser Geschichte zu einem Perversling, zu einem Mörder, zu jemandem, der anderen Menschen Gewalt antut, zu Menschen ohne Gewissen, ob nun aus Gründen, um zu überleben oder nicht, sei dahingestellt, aber dieses Buch ist wirklich, wie es heißt, absolut verkommen durch und durch. Und wenn ich sage, dass dieses Buch voller perverser Dinge ist, dann meine ich das auch so. Es mag hier kranke Menschen geben, die Dinge erotisch finden, die andere wiederum abstoßend finden. Das kann man hinnehmen und akzeptieren. Ich finde immer, solange niemandem wehgetan wird, sollen sie alle machen, was sie meinen. Aber in diesem Buch geht es weit darüber hinaus. Also, ich weiß, der David hatte das Buch gelesen, er fand das sehr, sehr gut. Ich bin eine Frau, ich fand das sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Es hatte auf jeden Fall was, es macht neugierig und jeder von uns hat natürlich irgendwas Dunkles in sich und ich bin ein Mensch, ich bin ein absolut netter, lieber Mensch und ehrlich und offen und mag niemandem wehtun und bin auch von Grunde auf nicht gemein. Und alles, was ich an einer dunklen Seite in mir zu haben scheine, lebe ich anscheinend in Thrillern oder solchen Büchern aus. Von daher völlig in Ordnung alles, aber das war nicht brutal, das war eklig. Das war abstoßend, das war wirklich, das geht über das hinaus, was man sich vorstellen kann. Und da frage ich mich doch, was ein Autor sich dabei denkt, solche Geschichten zu schreiben. Ich war dann relativ neugierig und habe mal geguckt. Und auch dieser Autor, der Brian Smith, kommt aus Tennessee in den USA und ich habe irgendwie das Gefühl so langsam, dass irgendwas da in der Luft liegt oder im Trinkwasser irgendwas nicht in Ordnung ist, dass die da alle irgendwie ein bisschen abdrehen und ein bisschen komisch werden. Ja, also hier zum Beispiel steht drin, Brian Smith lebt in Tennessee, USA. Er ist Autor zahlreicher Horrorromane. Er schreibt mit einer explosiven Kraft. In Rekordzeit hat er sich an die Seite von Richard Layman, Edward Lee und Jack Ketchum gekämpft. In die Riege der Kultautoren brutaler Thriller. Aber mal ganz ehrlich, ich habe Jack Ketchum gelesen und das fand ich wirklich schon teilweise übelkeiterregend. Aber das ist ja nichts gegen das hier. Ich glaube, das ist das ekelhafteste, abstoßendste Buch, was ich je gelesen habe. Einerseits ist die Faszination da, es zu Ende zu lesen, was ich auch getan habe, aber andererseits muss ich wirklich sagen, Leute, die auch nur annähernd irgendwie in der Richtung nichts lesen, sollten das Buch vielleicht lieber sein lassen. Und die richtig, richtig, richtig abgehärteten Menschen, für die nichts zu hart und zu eklig und zu bäh abstoßend sein kann, für die ist es wahrscheinlich genau das Richtige. Und von daher eine etwas zwiegespaltene Rezension von mir. Ich werde auch noch eine schriftliche Rezension dazu auf meinem Blog mit Steffi zusammen veröffentlichen. Aber das ist keine Empfehlung von mir. Ich weiß auch nicht, wie ich das mit Sternen bewerten soll. Ich persönlich
kann es nicht weiterempfehlen. Andere wiederum, die einen anderen Geschmack haben, finden es vielleicht ganz toll. Ich weiß es nicht. Ich habe dieses Buch von dem lieben Herrn Fester zugeschickt bekommen, ohne es angefordert zu haben. Er hat es mir einfach so zugeschickt, zusammen mit Red Sky von Nate Southard. Das habe ich noch nicht gelesen. Und ich hätte es mir wahrscheinlich auch ausgesucht, wenn ich drauf gestoßen wäre oder wenn ich es gesehen hätte. Einfach weil ich das Cover sehr ansprechend finde und dass es hinten drauf stand, fand ich auch ansprechend. Aber wenn ich wüsste, was es für ein Buch ist, würde ich es mir nicht kaufen. Und ich glaube, es gibt noch zwei andere Bücher von Brian Smith im Fester Verlag. Für alle, die mehr davon wollen. Und zwar einmal heißt es Seelenfresser und eins heißt Todesgeil. Ich habe die beiden noch nicht gelesen oder vielleicht erscheinen die auch erst, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich werde von dem Autor auf jeden Fall Abstand halten und werde mich lieber an Brett McBean weiter versuchen. Der bringt nämlich jetzt im April, genau, ich glaube es ist jetzt erschienen oder erscheint gerade, das Motel raus. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich finde, das reicht mir schon an Brutalität und Durchtriebenheit. Ich braucht das dann nicht in der Form, wie es in Verkommen der Fall ist. Das Faszinierende ist ja, dass selbst die unschuldigsten Leute, die Interesse an Thrillern so generell haben, auf einmal dieses Buch lesen wollen. Also zwei Kollegen reißen sich inzwischen drum, meine Mutter will es lesen und ich kann dieses Buch unmöglich meiner Mutter geben. Das kann sie nicht lesen. Also ich weiß nicht, das ist... Also... Wenn sie mir hinterher erzählt, sie fand das Buch gut, dann weiß ich nicht mehr, was ich von ihr denken soll oder überhaupt. Ich kann das nicht, also wenn mir jemand sagt, dieses Buch ist gut, dann mache ich mir so meine Gedanken über denjenigen. Und deshalb, ja, es ist halt einfach schwierig zu sagen, das ist hier, weiß ich nicht, ein empfehlenswertes Buch für die und die Gruppe Mensch. Das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr es lesen wollt oder nicht. Ich finde es schwierig, grenzwertig, es geht über meine Schmerzgrenze weit hinaus. Eigentlich möchte ich das Buch vielleicht auch, weiß ich nicht, will ich es hier rumstehen haben oder nicht. Es ist ein Buch, was ich eigentlich nicht da haben möchte, damit es immer irgendwann zufällig irgendjemandem in die Hände fällt. Aber das passiert ja eh nicht, also von daher mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. So, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen mit der Rezension und könnt euch so auch nur annähernd vorstellen, wie schlimm das ist. Also schlimm nicht, aber mein Gott, ich habe es auch überlebt und ich glaube auch relativ unbeschadet. Aber eine Szene wird mir wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf gehen, die war einfach so ekelhaft. Also auf was für Ideen die kommen. Boah, das ist so eklig. Und ja, wer nicht hinterher mit einer gestörten Sexualität zurückbleiben möchte, sollte das Buch vielleicht auch nicht lesen. Das war's dann von mir. Wir sehen uns in meiner nächsten Videorezension. Bis dann, macht's gut, tschüss!